eine gute Saison gespielt hat und ein hervorragendes Final Four gespielt hat letztes Jahr bei Rosengarten Buchholz. Und mal gucken, wie sie sich in Dortmund dann zeigen. Versuchen viel über den Kreis zu gehen, über Danik Snelder in den ersten Minuten. Aber tolles Rückzugsverhalten auch bei Bietigheim. So sehr sie sich auch im Angriff vielleicht noch finden müssen mit den vielen neuen Spielerinnen bisher, die Deckung der Gäste, muss man sagen, schon sehr stabil. Ja, wobei Kelly Dulfer ist ja eine der weltbesten Abwehrspielerinnen, kennt sich mit Inga gut aus, stehen nebeneinander, Danik auch, die spielen auch zu dritt so in der Nationalmannschaft. Oh. Ja, bisschen Pech bei diesem frühen Pfiff der beiden Schiedsrichter. Ja, und auch Caro Gudlatsch ist natürlich eine sehr erfahrene Spielerin. Hat auch letzte Saison schon mit Danik gespielt. Also der Innenblock, der jetzt da steht, kennt sich schon gut. Das ist auf jeden Fall auch internationales Format in der Handball-Bundesliga Frauen. Tolle Bewegung, geht leider an den Pfosten. Abpraller sitzt. Ja. Super Aktion von mir. Die hat leider ein bisschen Pech mit dem Pfosten, aber der Abpraller dann doch noch ins Tor. Jenny Gutierrez war die Torschützin. Und es geht so schnell. Ja, gut, das dürfen wir heute erwarten. Aber Kelly ist ja, wenn sie den Ball da bekommt, keine, die den jetzt zurückhält. Die geht einfach voller Kanne dann 1 gegen 1. Da muss man schon gegenhalten. Kim Naitzinavicius, ja, zurückgetreten sozusagen aus der Nationalmannschaft. Verwandelt diesen 7 Meter. Ist ja ein bisschen schade. Normalerweise sollten die besten Spielerinnen immer für ihr Land spielen. Was sagt der Bundestrainer dazu? Wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Wenn kein Vertrauen da ist, dann soll man auch nicht zusammenarbeiten. Oh, das ist die Spielerin, die fast keine Fehler macht. Laura van der Heijden, eben einmal unglücklich in einer Szene, aber sie wirkt immer so unscheinbar, so unsichtbar fast schon. Ja, sie ist eine der zuverlässigsten Spielerinnen auf ihrer Position weltweit. Fällt nicht so auf, aber ist am Ende eines Spiels immer wieder für viele Tore gut und sehr stabil auch in der Abwehr. Ich bin sehr gespannt, wie gleich auch der zweite Anzug sitzt bei Borussia Dortmund. Der erste scheint auf jeden Fall schon mal einigermaßen gut zu funktionieren. Ich denke, die spielen gut. Mia macht bis jetzt ein gutes Spiel, hat im Angriff viele gute Aktionen, geht mit sehr viel Power 1 gegen 1 da durch. Alina hat ja auch schon ein paar sehr gute Szenen. Jetzt müssen sie nur noch anfangen, die 7 Meter zu verwandeln. Dritter Versuch diesmal Frieda Rönning. Auch sie ist neu mit dabei. Ja, der sitzt locker, reinfallen lassen sozusagen. Für alle, die jetzt erst einschalten, Borussia Dortmund gegen die SG BBM Bietigheim. Unten sehen wir es eingeblendet, 7:7. Wir bewegen uns auf die Viertelstunde-Marke zu und wir sehen bislang ein wirklich temporeiches Spiel. Ja, das war vielleicht ein Ball für die Torhüterin. Dieser Schlagwurf von Inga Smietz. Ja, Jara Note war in der Ecke, aber der Ball ging rein. Ich glaube, da ärgert sie sich selbst auch. Und sie kennt sie ja sehr gut aus dem Training, aus den letzten beiden Jahren. Und natürlich auch noch aus der Nationalmannschaft. Also heute ist es gefühlt ein klein bisschen Deutschland gegen Niederlande auf der Platte. Ja, es sind schon ganz viele Niederländerinnen auch dabei. Ja. Gut angezogen. Zumindest glaubhaft die Bewegung. Und jetzt ist das Tempo ein klein wenig raus bei Mia Czocke. Und deswegen auf der Gegenseite geht allerdings
über den Kasten. Aber man darf sich keine Fehler erlauben auf dem Niveau, denn das muss man natürlich sagen, das sind die beiden absoluten Spitzenmannschaften im deutschen Frauenhandball. Und André Fuhr sieht sich schon zu einer Auszeit genötigt, wobei eigentlich seine Mannschaft bislang ein ordentliches Spiel macht. Ja, aber ich glaube, er sieht auch so ein paar Angriffe, wo es ein bisschen hart, wo man nicht so die Abstimmung hat und genau weiß, wie weit es geht. Aber in der Abwehr, Merrill, da muss es verdammt nochmal auch wehtun. Spielt den Statisten, geh mal drauf, wir müssen ihn mal wehtun. Wir können nicht jeden Zweikampf verlieren, wir verlieren jeden Zweikampf. Wir müssen mal draufgehen, auf der Halbposition genauso, wir müssen draufgehen. Vorne nicht in die Schussfalle locken lassen, nicht zu dich draufgehen, nicht mehr aus dem Prellen ohne Bewegung, dann holen sie sich einen Stürmerfaul, sondern versucht sie in die Bewegung zu zwingen, geht in die Gegenbewegung. Alina wechselt mit Fatosch, wir spielen Jugo Plus, du startest auf Rückraum links, ja. Der Kreisläufer im ersten zentral, im zweiten breit. Leute, kommen auf! Ja, interessant, das, was du eben angesprochen hast, Henk, auch, das hat André Fuhr seinen Mädels auch gerade mit auf den Weg gegeben. Sie müssen aggressiver decken, damit Bietigheim auch nicht in so leichte Wurfsituationen kommt. Ja, ja, wir haben ja in direkt zu Beginn schon gesagt, okay, da hätte die Schiedsrichter vielleicht eine gelbe Karte geben können. Bietigheim war eigentlich in der Abwehr direkt aggressiv vor da in den Zweikämpfen. Dortmund war da doch ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, das hat André zu Recht bemängelt. Und jetzt hat er sich direkt auch für den Angriff nochmal eine Hilfestellung geboten und gesagt, so und so soll man das jetzt spielen. Und mal gucken, ob das klappt. Da war schon clever unterbunden von Xenia Smits auf der anderen Halbposition mit der 22. Springt wieder raus. Gut gelöst eigentlich von BVB. Clever ausgespielt und das sind die langen Arme von Kelly Dulfer. Ist dann vor allem natürlich aus der zweiten Welle kaum zu verteidigen. Ja gut, der muss aber, da müssen sie einfach aggressiver ran, was André gerade gesagt hat. Der Zweikampf findet statt bei 8 Meter. Wenn Kelly mit Dampf kommt, dann muss man bei 9 Meter Kontakt haben und dann, wie er gerade gesagt hat, dann darf es auch ruhig mal wehtun. Das ist ja auf der anderen Seite genauso. Wenn man in der Mitte gegen Kelly und Danik reingeht, dann ist es auch nicht ganz ohne. Da dürfen sie in Dortmund noch ein bisschen frecher werden. Jetzt wieder Xenia, die den langen Pass von Mia auf Laura van der Heijden unterbindet, damit dieser ganze Spielfluss auch wieder unterbunden wird. Das sind nicht die optimalen Wurfpositionen für Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass sich das André Fuhr so vorgestellt hat. Und wieder diese langen Schritte von Kelly Dulfer. Zu spät dran. Ja, wieder wird die Abwehrspielerin auf 7 Meter ausgetanzt. Und im Angriff haben wir gesehen, dass Xenia Smits von Bietigheim sehr clever das Timing unterbindet. Und dann passt es halt nicht, auch nicht für Laura, um einen guten Wurf zu machen. Und Bietigheim im Moment eben doch in der Abwehr die aggressivere Mannschaft, die es Dortmund schwierig macht, einfach zu guten Torsituationen zu kommen. Wieder ein Pfiff, der ein klein bisschen zu früh kam für den BVB. Allerdings, sie hatten ja auch jetzt ein bisschen mehr als eine Viertelstunde Zeit, sich auf die Linie der beiden Unparteiischen einzustellen, die viel laufen lassen. Insbesondere in den ersten Minuten haben wir das bereits gesehen. Es darf auch ordentlich zur Sache gegangen werden. Und Kelly Dulfer bekommt auch erstmal eine Pause, darf sich ein bisschen ausruhen. 4 Tore hat sie schon gemacht und scheint auch entsprechend motiviert zu sein im Spiel gegen den Ex-Club. Da gab es ja das ein oder andere Scharmützel. Deswegen sind sie und Inga Smits auch vom BVB weggegangen. Also sie sucht den Kreis. Ja. Fatosch. Unten 7 Meter, ja. Ja klar, wenn, also Kelly hat ja in der letzten Saison so ein bisschen Krach gehabt. Und gut, die haben trotzdem die Saison, finde ich, sehr, sehr professionell erfolgreich dann zu Ende geführt. Aber nach dem Wechsel wird sie bestimmt natürlich hier zeigen, was sie drauf hat. Gerne.
aber es bleibt weiterhin eng. Oh, das ist gut gestellt, dieser Block am Kreis. Ja. Ich glaube, da hat Mia auch ein bisschen Glück. Sie kam aus dem Kreis heraus und hat dann nicht nochmal verteidigt, aber Schiedsrichter geben auch da nur Freiwurf. Das ist die hohe Qualität von Danik Snell da am Kreis. Ja, natürlich sehr routiniert, spielt schon sehr lange auch international auf hohem Niveau. Und sie arbeitet immer sehr hart auch in der Abwehr, auch für den Rückraum. Aber in der Nationalmannschaft ist doch Merol Frerichs sehr nah an sie dran, wenn nicht auf dem Sprung an sie vorbeizuziehen. Da muss der BVB aufpassen. Merol Frerichs mit der 20, die jetzt rumkommt für die Kreuzung, die Kreisläuferin. Da wird auch der ein oder andere internationale Spitzenklub schon den Namen Merol Frerichs auf dem Zettel haben. Mia Czocke. Schönes Tor. Sie macht ein gutes Spiel bislang. Dynamisch und jetzt auch aus dem Rückraum erfolgreich. Viel Platz für Xenia Smits. Sieht so leicht aus im Angriff für Bietigheim. Ja, das kommt wiederum, wird Kim Nacionalicius im Zweikampf eigentlich zu spät angegangen. Wenn dann geholfen wird, ist die nächste Station schon fast durch, wenn der Pass parallel kommt. Von Bietigheim macht einen richtig guten Job bislang. Arm der Schiedsrichter ist auch schon oben für das passive Spiel. Also der BVB muss Druck machen und macht sogar den Treffer. Merol Frerichs. Ja, also Dortmund wird auch im Angriff noch mehr auch die Räume zwischen 1 und 2, also zwischen den Hauptverteidiger und Außenverteidigerin suchen müssen und so wie eben auch, wenn sie mit Druck im Rückraum spielen, auch den Kreis dahinter finden. Das war ja sehr schön gespielt von Mia und von Rückhandwurf von Merol war auch nicht ohne. Es gibt ein paar Wechsel. Antje Lauenroth jetzt auf links außen mit dabei für Bietigheim und Tessa van Zyl mit der 8 beim BVB, die direkt schon mal 2-3 Schritte mehr eben rausgegangen ist. Jetzt sind sie aber wieder zu weit weg. Ja, haben Glück, schon gesehen, dass es die Parade gibt. Man hat schon gesehen, dass Mia in erster Linie sehr gut aggressiv raus war. Im zweiten Mal war sie etwas zurückhaltender. Aber trotzdem war der Wurf dann doch nicht so gut wie vorher. Und Madita konnte halten. Es ist auch neu, Madita Kohorst aus Metzingen gekommen zu Borussia Dortmund. Sehr große Torhüterin. Zwei Keeperinnen haben den BVB ja verlassen mit Linka Dündam und Isabel Roch. Viele Umstellungen also in der Mannschaft des deutschen Meisters. Wieder aggressiv diese Abwehr. Mia moniert, aber ja gut, Xenia war aggressiv dran und Mia aber trotzdem wieder mit einer guten dynamischen Aktion. Gut durchgesetzt von Amelie Berger, die den Wurf noch bekommt, weil sie in der Aktion bleibt. Ja, Amelie ist eine Außen, die auch, wenn sie im Rückraum kommt, da noch mit mal einem Überraschungswurf gut ist. Aber insgesamt, wenn Dortmund im Angriff erfolgreicher sein wird, müssen sie, die Räume zwischen Halb- und Außenverteidiger nutzen und auch die Außen mit ins Spiel bringen. Denn sie haben auch gute Außen, die gute Tore werfen können, auch von ihrer Position. Die Zeitstrafe gab es übrigens hinterher für Tessa van Zyl. Deswegen sehen wir wieder mit der 27 Laura van der Heijden. Ja, das ist der Unterschied. Vorher die Situation bei Xenia Smits, die macht das Foul, aber mit der Abwehrspieler und mit der Angreifenden vor sie. Und jetzt hier kam Tessa eben von der Seite. Die waren hier vorbei und dann zieht sie trotzdem und dann gibt es eben die Zeitstrafe. Das Interessante ist,
das Gefühl vermittelt, Bietigheim ist deutlich besser, aber sie führen nur mit 2 Treffern. Ja, deutlich besser würde ich jetzt nicht sagen. Die machen auch so ihre Fehler, aber insgesamt haben die eben eine etwas aggressivere Abwehr, als es in Dortmund ist, aber haben zwischendurch auch schon mal die technischen Fehler gemacht und Dortmund bleibt einfach dran. Haben auch so wieder clevere Tore, gute Aktionen und man darf nicht vergessen, dass sie auch schon ein paar 7 Meter verworfen haben. Sonst wäre es noch unentschieden. Das Tor ist natürlich fast schon leer. Das ist ja seit einigen Jahren so für die, die im Handball nicht so firm sind. Bei einer Zeitstrafe kann man die Torhüterin oder den Torhüter, je nachdem, dann vom Feld nehmen und durch eine Feldspielerin ersetzen. Das macht selbstverständlich auch Borussia Dortmund so. Ja, so ein richtiges Überzahlspiel gibt es da dann so nicht. Weil eigentlich jede Mannschaft die Torhüterin rausnimmt, ergänzt und dann im Angriff wieder 6 gegen 6 spielen kann. Und dann eben nur das Risiko hat bei schneller Ballverlust, dass die Torhüterin noch nicht wieder im Tor ist. Aber als Abwehr hat man eigentlich nie, dass man nochmal Überzahlabwehr spielt. Der Schiedsrichter ist schon wieder oben für das passive Spiel, weil diese Abwehr von Bietigheim wirklich richtig gut spielt. Laura van der Heijden kommt jetzt rum, aber sie ist keine Shooterin so aus dem Rückraum, ganz klassisch, die mal über den Block geht. Jetzt ist der Ball bei Bietigheim. Ja, Bietigheim stellt eine sehr gute, bewegliche Abwehr, ist aggressiv in den Zweikämpfen. Schwieriger Wurf für Antje Lauenroth und Madita Korst kann den nächsten rausholen. Sehen wir hier nochmal, springt auch mit dem rechten Bein ab, Antje Lauenroth. Ja. Keine richtig flüssige Bewegung. Ja, man muss auch sehen, dass Bietigheim natürlich schon mehr durchgewechselt hat, als es Dortmund macht. Also Mia spielt ja schon jetzt 23 Minuten. Laura spielt schon lange, Amelie auch, mehrere. Mal gucken, wie das dann in der zweiten Halbzeit aussieht mit den Kräften. Das ist so eine ganz entscheidende Frage. Wie stark ist die Bank von Borussia Dortmund? In der letzten Saison konnten sie im Prinzip komplett durchwechseln und haben die Spiele dann immer auch über die Kondition natürlich gewonnen, auch über die Klasse, gar keine Frage, aber sie hatten so eine tiefe Bank, das ist in dieser Spielzeit anders. Und man merkt auch, dass sie hart kämpfen müssen jetzt für ihre Tore. Pech für Mia Zschokke. Ja, wieder ein schöner Wurf von Mia, wieder Pech unter Kante Latte. Aber es war auch wieder eine Situation, doch ein bisschen forciert. Also die Abwehr von Bietigheim steht wirklich gut. Auf der anderen Seite aber Madita mit einer guten Parade. Jetzt hat sie Pech, dass der Ball genau zu Luisa Schulze kommt. Oh, es gibt sogar noch die Zeitstrafe. Sehen wir jetzt gerade nicht mehr im Bild. Das war nochmal der Lattenwurf für diese Aktion jetzt hier. Ist aber ein bisschen hart. Vor allem, wenn man die Linie der beiden Schiedsrichter betrachtet bislang also. Ist aber meistens so, dass die Mannschaft, die am aggressivsten in der Abwehr spielt, am wenigsten Probleme hat mit Zeitstrafen. Weil auch dieses Foul war wieder eigentlich an der 6-Meter-Linie und wie gesagt, bei Bietigheim finden die Fouls meistens so an der 9-Meter-Linie statt. André Fuhr probiert ein bisschen aus. Also Alina Geisel sitzt nach wie vor auf der Bank. Und der nächste Neuzugang, Frieda Rönning, die wir eben schon beim 7-Meter gesehen haben, soll es jetzt auf der Mittelposition richten. Da kommen sie nicht mehr dran. Nächster Treffer für Bietigheim. Der Angriff ist momentan das Problem beim BVB. In der letzten Saison, da konnte dann eben mal Kelly Dulfer aus dem Rückraum abziehen oder Inga Smietz mit ihrem Schlagwurf. Das fehlt ein bisschen. Ja, und auch Laura van der Heijden ist eine Spielerin, die eigentlich aus der Bewegung kommen muss und nicht einfach mal aus dem Stand hochgeht und draufballert.
Aber das ist jetzt eine gute Situation gewesen, wo sie gespielt haben, weitergespielt, die Lücke zwischen 1 und 2 gesucht und die Außen frei gespielt. Aber auch die Torhüterin von Biedigheim wieder eine gute Parade. Oh, ich bin überrascht tatsächlich. Markus Gaugisch nimmt trotz 4 Tore Führung seine Auszeit. Der Kollege unten am Spielfeldrand ist schon auf dem Weg. Wir hören mal rein, was der Trainer der Gäste zu sagen hat. Jule drauf, Leute, wir spielen die normale Überzahl. Ja, ganz normal. Kim, du entscheidest, denk an die Lücke, 2-3, die läufst du an. Schmuh steht voll in der Sperre, Arm hoch. Ja, und dann funktioniert das. Xenia ist dahinter. Ja, hinten habt ihr es gut drin. Spielt immer zusammen. Wenn Schocke kommt, wenn sie hochgeht, braucht sie Kontakt. Okay? Dann braucht sie Kontakt und ihr immer zusammen. Ja, auf geht's, komm. Es geht! Weiter! Wir bitten übrigens die technischen Probleme, die es wohl zu Beginn der Übertragung gegeben hat, zu entschuldigen. Freuen uns aber, dass es jetzt alles wunderbar funktioniert. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit führt der Pokalsieger aus dem Süden, aus der Nähe von Stuttgart, mit 15-11 beim Meister aus Dortmund. So viel falsch haben sie bislang nicht gemacht. Kim Naitzenvicius, Luisa Schulze, Xenia Smits und die SG BBM. Ne, die haben zu Beginn kurz zurückgelegen, aber sind in der Abwehr weiterhin aggressiv geblieben. Haben jetzt im Angriff auch ihr Spiel gefunden. Es freut mich auch, dass Julia Meithoff jetzt Spielminuten bekommt. Für den BVB natürlich wichtig, gerade in dieser Phase auch noch mit der Zeitstrafe, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren und im Spiel zu bleiben. Aber interessant auch, Mirczok hat bislang noch gar keine Pause bekommen auf der halblinken Position. Ja, das ist immer gut. Eine Halbzeit zieht man durch. Mal fragen, ob sie das auch in der zweiten Halbzeit durchhält, weil sie muss schon viel Arbeit bringen, auch in der Abwehr, aber auch im Angriff. Und sie werden sie auch in der zweiten Halbzeit noch brauchen. Aber hier auch sieht man wieder die Zweikämpfe. Kim ist fast bei 10, 11 Meter, geht ihr der Zweikampf an, stört den Angriffsaufbau. Und das ist eben doch der Unterschied zur Abwehr von Dortmund. Des Kaders von Bietigheim ist schon bemerkenswert, wenn wir sehen, wer da gerade noch auf der Platte steht. Beispielsweise der Mittelblock mit Kim Naitzenvicius und Luisa Schulze, die sich ja auch schon Jahre kennen, kommen da jetzt einfach mal von der Bank. Ja, deswegen ist ja Bietigheim für die meisten auch der Favorit in dieser Saison, weil sie hohe Qualität haben und auch in der Breite. Also die können zwei Mannschaften stellen, fast die stark und auf hohem Niveau spielen können. Das Rückzugsverhalten ist auch richtig gut. Trotzdem noch der Treffer in der dritten oder vierten Welle sozusagen von Jenny Gutierrez. Ja, es war vorher die Aktion, wo Amelie Berger mal nach innen kommt und selbst das Tor macht. Jetzt auf der anderen Seite Jenny Gutierrez auch. Wenn die Außen nicht ins Spiel gebracht werden, dann suchen sie ja auch ihre Situation. Hat sie jetzt gut gemacht, die Lücke gefunden. Etwas zu passiv in der Abwehr und Julia gut durchgesprungen, wird dann gestoßen und dann gibt es 7 Minuten. Sicher verwandelt von Kim Naitzenvicius. Ja, Torhüterleistung beim BVB auch noch nicht so richtig da. Natürlich, das war der freie Wurf aus 7 Metern, aber so viele konnten sie jetzt noch nicht wegnehmen. Zunächst ja Jara Tenholt und jetzt mal Dieter Kohorst. Liegt aber auch eben an dieser Passivität der Abwehr und der guten Würfe, die Bietigheim dann hat. Ja, jetzt auch Dana Bleckmann aufs Spielfeld. Also
Mia kriegt dann doch noch eine Pause. Da bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht, dass Blackman so spät erst kommt. Schocke muss, wie eben angesprochen, viel in der Abwehr arbeiten und auch im Angriff. Aber sie ist, denke ich, auch für Dortmund eine sehr wichtige Abwehrspielerin. Und André weiß auch, wenn er sie dann aus der Abwehr rausholt, jetzt wird sie ja auch Abwehrangriff gewechselt, dann fehlt da auch schon einiges. Und gegen Bietigheim braucht man, wie gesagt, auch eine starke starkes Innenblock, eine starke Abwehr, um da bestehen zu können. Frieda Rönning trifft wieder aus 7 Metern mit dem Strafwurf. Jetzt Schocke mit den langen Armen, aber klein bisschen zu spät auch dran. Ah, das ist eine tolle Bewegung von Xenia Smietz. Ja. Also die Nationalspielerinnen, die Deutschen, die müssen ja Spaß machen durchaus heute. Ja, also ich finde, die machen bis jetzt ein gutes Spiel. Und jetzt war auch so eine Situation auf der rechten Seite vorbereitet. Die Lücke dann in der Mitte. Und Xenia Smietz ist also sehr dynamisch, sehr explosiv in 1 gegen 1 und hat die Lücke genutzt. Nochmal die Chance zu erhöhen für Kim Naitzinavicius. Den hält sie allerdings. Und das ist wichtig für Borussia Dortmund, mit einem kleinen Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen. Da gibt es auch nochmal Applaus der Zuschauer auf der Tribüne. Denn, das müssen wir schon sagen, nach einer tollen Anfangsphase, so 5 bis 10 Minuten, wo der BVB wirklich gut gespielt hat, ist ihnen so ein klein bisschen die Luft und Kraft ausgegangen. So wirkt es zumindest. Ja gut, ich denke, was man auch gesehen hat, ist, dass Bietigheim die Abwehr wirklich stabilisiert hat. Es ist für Dortmund nicht einfach. Sie haben keine riesen Rückraumschützen, die mal eben die Tore machen. Das heißt, sie müssen ihre Tore erspielen. Und dann fehlt natürlich auch ein Stück eingespielt hat. Das hat Bietigheim sehr gut gemacht. In dieser zweiten Halbzeit erwarten. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört von Anna Lörper im Halbzeitinterview. Ich bin sehr gespannt, ob Dortmund wieder diese Euphorie der ersten Minuten auf die Platte bringen kann. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass auch Alina wieder auf der Platte steht, Alina Greisels. Ja, sie werden das brauchen, weil Bietigheim hat doch in der ersten Halbzeit über die Abwehr den Vorsprung sich erarbeitet. Ich freue mich auch, dass Julia Meithof weiterspielen darf, auch nach der Halbzeit, da sie in der ersten Halbzeit nur ein paar Minuten auf der Platte stand. Aber es wird wichtig sein, für Dortmund jetzt dran zu bleiben, vielleicht sogar zu verkürzen. Und wenn sie das wie in der ersten Halbzeit machen können, dann wird es dann nach wie vor ein spannendes Spiel bleiben. 3 Tore, das sind ja auch im Handball fast gar keine. Diese knappe Führung ist schnell aufgeholt. Bietigheim wird allerdings zu Beginn des zweiten Durchgangs im Ballbesitz sein. Und da sehen wir auch ein paar Zuschauer, die allerbeste Laune haben. Auch wenn ihre Mannschaft momentan zurückliegt. Und es gibt auch durchaus einige Fans, die Reise auf sich genommen haben. Also 4 bis 5 Stunden fährt man ja schon. Je nach Verkehr aus Bietigheim hier nach Dortmund. Das kann sich also durchaus ziehen, aber es ist ja Wochenende und da kann man sich die Zeit auch mal nehmen. Also weiter geht's mit diesem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bietigheim HBF Supercup. 30 Minuten haben wir noch, sollte es kein Unentschieden geben. Und stets eben Remis. Nach 60 Minuten gibt es zunächst mal 2x5 Minuten Verlängerung und dann gegebenenfalls noch ein 7-Meter-Werf. Ja, dieser Schlagwurf von Inga Smietz, wieder passive Abwehr beim BVB. Ja, den müssten sie von Inga eigentlich kennen. Diesen Wurf haben sie in der letzten Saison oft gesehen hier in Dortmund. Da hat sie wirklich fantastisch gespielt. Für viele war sie auch die beste Spielerin in der Handball-Bundesliga Frauen im letzten Jahr. Diesen Preis, diese Auszeichnung hat ja Nele Franz von der HSG Blomberg-Lippe eingefahren. Ja, ich denke, beide haben eine überragende Saison gespielt. Inga war hier in Dortmund, hat sich super entwickelt, aber auch Nele Franz hat in Blomberg eine super Saison hingelegt. Und,
ist ja dann oft auch Geschmackssache. Ich denke, ja. Es gibt für beides was zu sagen, dass sie das hätte gewinnen können. Und es hat letztendlich dann für Nele Franz war es dann gut. Aber ich denke, sie hat wirklich mit Blomberg eine sehr starke Saison gespielt. Ich bin auch gespannt, wie die in diese Saison jetzt reinkommen werden. Mit einer ganz jungen Truppe wieder. Ob sie das nochmal bestätigen können. Oh, schöner Pass auf außen noch. Ja, genau. Im Fallen, im Zweikampf gespielt. Rüber von Alina Kreisels auf Amelie Berger. Und die verkürzt wieder ein klein wenig für den BVB. Ja, Alina ist ja auch eine kreative Spielerin mit vielen Lösungen. Die hat dann, finde ich, in der zweiten Phase der ersten Halbzeit bei Dortmund auch ein bisschen gefehlt. Das allerdings hat sie sich, glaube ich, anders vorgestellt. Ja. Wird ja auch eine wichtige Rolle einnehmen in Zukunft in der Nationalmannschaft. Zusammen, das habe ich ja eben bereits angesprochen, mit Emily Bölk jetzt die Kapitänin beim DHB-Team. Und steht ja auch in ein paar Monaten schon wieder das nächste große Turnier an. Die Weltmeisterschaft in Spanien mit einer harten Gruppe für die deutsche Mannschaft. Ungarn, Tschechien und die Slowakei, gleich drei europäische Mannschaften. Allerdings, die ersten drei kommen da ja auch weiter. Also da können wir, glaube ich, relativ zuversichtlich sein. Ja gut, also das Erreichen der Hauptrunde, denke ich, ist Pflicht. Obwohl wir drei europäische Mannschaften haben, denke ich, dass wir in der Lage sein müssen, das zu erreichen. Allerdings ist es bei dieser Konstellation mit 32 Mannschaften in 8 Gruppen so, dass wer ins Viertelfinale oder sogar ins Halbfinale kommen will, muss eigentlich schon Gruppenerster werden. Und da haben wir doch mit Ungarn und Tschechien auf jeden Fall auch starke und unangenehme Gegner. Slowakei ist vielleicht ein bisschen dahinter, aber ist auch, wie gesagt, eine europäische Mannschaft und die können auch im Lauf spielen. Da gibt es andere Gruppen, die haben schon andere Zusammensetzungen. Jetzt haben sie Bietigheim mal ein klein bisschen tiefer. Kommen allerdings nicht wirklich in die Wurfsituation. Deshalb brauchen wir schnelle Würfe durch die Abwehr durch. Die Alina eigentlich könnte, aber da muss auch richtig Druck kommen von der anderen Seite. Problem natürlich jetzt, Tessa van Zyl als Linkshänderin war schon auf der linken Seite. Also keine gute Position für sie, um auch richtig Druck zu machen. Aber sie müssen jetzt was zeigen, denn die Schiedsrichter haben den Arm oben und dann kommt sowas dabei raus. Ja, das war ein Notwurf. Das musste geworfen werden, weil Zeitspiel war angezeigt und jetzt hat Bietigheim wieder die Möglichkeit zu erhöhen. Das spielen sie gut aus, allerdings auch der nicht drin. Ja, schöne Parade von Madita. Sie muss, glaube ich, jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen über sich hinauswachsen, wenn der BVB dieses Spiel noch drehen will. Aber das Problem ist, dass sie vorne selber die Tore nicht machen. Nee, obwohl das war keine schlechte Situation, aber die Torhüterin hat gut erkannt, dass der Ball eigentlich nur auf einer Seite kommen konnte. Und Xenia Smith war rechtzeitig zurück und hat dann den Gegenstoß unterbunden. An den Zuschauern scheitert es auf jeden Fall nicht. Stimmung ist da in der Körnighalle hier in Dortmund. Ja, das ist auch wirklich schön, dass man wirklich wieder jetzt mit Zuschauern spielen kann. Das hat auch immer gefehlt und ich denke auch für viele Vereine ist es auch finanziell eine Notwendigkeit, dass die Zuschauer wieder in die Halle kommen dürfen. Und wir können nur hoffen, dass auch nach den Sommerferien es nicht wieder eine Explosion gibt und dass wir nach wie vor es wieder weiter ausbauen können. Das ist ein Wurf, der häufiger kommen muss von Dana Bleckmann. Mit viel Druck und Schwung. Aber auf der Gegenseite dauert es nur ein paar Sekunden, bis Antje Lauenroth trifft. Hart gearbeitet auf der einen Seite beim BVB und schnell geht's bei Bietigheim.
Ja, man merkt auch bei Dortmund, wenn die Auslösehandlungen im Angriff nicht direkt eine gute Situation bringen, dass das Weiterspielen, dass man da die Zusammenarbeit noch nicht optimal hat. Dass sie dann suchen, wo sind jetzt die Lücken. Und dann steht die Abwehr von Bietigheim wieder gut. Sehr aggressiv von Danik Snell da die Finger dazwischen gehabt. Sehen da unten schon hinter der Dortmunder Bank die nächsten Spielerinnen, die sich warm machen. Unter anderem Haruno Sasaki aus Japan gekommen, auch bei Olympia natürlich teilgenommen im Heimatland in Tokio vor wenigen Wochen. Ja, das wird auch interessant sein zu sehen, wie sie mit ihrer Art zu spielen, die doch eine ganz andere ist als in Europa, wie sie dann in der Liga zurechtkommt. Natürlich auch eine Frage der Kommunikation. Spricht natürlich noch kein Deutsch. Das Englisch ist wohl okay, habe ich gehört. Sehr intelligent, das heißt, sie hat eine hohe Auffassungsgabe. Das kommt ihr natürlich zugute und das ist eine schöne Dynamik mal von Tessa van Zyl. Wenn sie in die Situation kommt, eben Dana Bleckmann, jetzt gerade van Zyl, dann kommen sie auch zum Abschluss. Ja, sie kam mit richtig Dampf, geht auf die Lücke. Und das Gute war auch, im Gegenzug war Bietigheim schon wieder unterwegs. Aber Amelie Berger war hellwach und hat dann den Gegenschuss unterbunden. Die schnelle Mitte. Der ein oder andere Schiedsrichter hätte da vielleicht sogar den 7 Meter wegen Abwehr durch den Kreis am Ende gepfiffen der Aktion. Geht allerdings weiter. Sie bleiben ihrer Linie treu und dann ist das auch in Ordnung. Das ist immer wieder gute Abwehrarbeit von Mia, die wirklich 6, 7 Meter Spielfeldbreite abdeckt. Allerdings, das müssen wir jetzt erneut nochmal betonen, das Rückzugsverhalten von Bietigheim ist richtig gut. Ja, da gibt es nichts zu bemängeln, die sind schnell zurück. Obwohl, wenn Mia jetzt noch ein bisschen Auge gehabt hätte für die rechte Seite, weil da war Tessa van Zyl komplett frei. Aber Bietigheim ist schnell zurück und geht dann auch dahin, wo der Ball ist und macht dazu. Chance, sich ein klein wenig ranzuarbeiten für Borussia Dortmund. Ah, schöner Überzieher von Tessa van Zyl und sie hofft natürlich in dieser Saison ein wenig mehr Spielzeit zu bekommen als noch im letzten Jahr. Ja, aber direkt auf der anderen Seite ist Kelly Dulfer wieder da und stellt den Abstand wieder her. Wir haben das ja jetzt schon mehrfach gesagt. Das Problem ist für Dortmund, jedes Tor muss sich hart erarbeitet werden. Und Bietigheim braucht oft nur ein paar Sekunden aus der schnellen Mitte oder dann mit leichten Toren aus dem Rückraum. Der BVB kämpft und kämpft und kämpft. Über den Kreis funktioniert es heute auch noch nicht so gut beim BVB. Nein, aber man muss auch wirklich sagen, dass die Abwehr von Bietigheim einfach sehr beweglich agiert. Xeni jetzt gerade auch wieder sehr aggressiv. Immer wenn der Pass nicht ganz richtig ist, da sind sie schon dabei, um zuzumachen. Und die Nebenleute machen dann den Raum in den Kreis eng. Das machen sie wirklich gut. Und da fehlt natürlich auch die absolute Abstimmung, die in dieser Phase vielleicht nach so einer kurzen Vorbereitung nach Olympia noch nicht so ganz da ist, aber das Zusammenspiel mit dem Kreis. Da braucht man meistens noch ein bisschen mehr Zeit für. Insbesondere, wenn man 8 neue Spielerinnen im Kader hat.
Ja. Das ist gut gespielt von Vitek Heim, das ist in Ordnung, dass es diesen 7 Meter gibt. Abwehrspielerin ist deutlich im Kreis. Ja, sie schalten schnell um und haben auch dann direkt Druck zum Tor. Jetzt Xenia zieht auf, die Außen kommt rum und nutzt halt die Lücke. Sicher verwandelt von Inga Smits. Ja, mit ihren niederländischen Kollegen bei Olympia in Tokio ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ja gut, die sind gegen Frankreich ausgeschieden im Viertelfinale. Frankreich wird Olympiasieger. Kann auch mal passieren, nur die Art und Weise. Sie haben da eigentlich in dem Spiel keine Chance gehabt. Vorher in der Gruppe haben sie sehr stark gespielt. Aber im Viertelfinale war der Schluss. BVB versucht es jetzt mit einer sehr offensiven 5-1. Da sind natürlich dann auch Lücken hinten drin und die nutzt Bietigheim in Person von Julia Meithoff. Ja, aber ich denke auch, wenn sie einfach weitermachen wie bisher, dann wird sich nichts ändern und gewinnt Bietigheim das Spiel. Also, dass Dortmund da was macht, kann man ja auch verstehen. Auszeit nochmal genommen vom BVB. Ich glaube, André Fuhr ist alles nur nicht wirklich zufrieden mit dem, was er bisher sieht. Erstmal den Kopf hochnehmen, dann musst du sehen, was da passiert, und dann musst du um den Block herum. Wir sind mitten in den Block rein. Und wir versuchen zu wechseln. Alle beiden, ob ich change again, Dana ist coming in. Versuchen wir aber immer noch zu wechseln. Bitte schnell wechseln. Vorne, ich habe immer noch nicht gesehen, dass wir die breite Lücke angelaufen sind. Nicht ein einziges Mal. Habe ich nicht ein einziges Mal gesehen auf keiner der beiden Seiten. So, warum nicht? Der halbe verlagert, der Mittelmann verlagert. Nimm den Kreisläufer auf diese Seite, Raum für die andere Seite. So, we are all going to this side and isolation for the other side. Or the other way around. Tessa's going right, you're going to the right and here. Wir haben es auch gehört, da muss natürlich auf Englisch auch teilweise kommuniziert werden. Die Spielerinnen sind wirklich gerade erst in Dortmund angekommen, also einige von ihnen auch ja bei den Olympischen Spielen noch mit dabei gewesen. Daher diese kurze Vorbereitung, das ist unglaublich schwierig und das haben wir in den ersten gut 45 Minuten jetzt auch gesehen. Ich denke, das wussten wir ja vor dem Spiel, dass die Abstimmungsschwierigkeiten noch da sein werden. Dass man da sieht, dass Bietigheim da doch ein bisschen einen Vorteil hat. Aber insgesamt, denke ich, ist es eine gute Leistung. Aber wir sehen eigentlich, dass die Bietigheimer Mannschaft die Abwehr gut hinstellt, den Angriff von Dortmund viel im Griff hat. Und wie André und wir auch schon gesagt haben, die müssen das Spiel breiter machen, die Lücke zwischen Halb und Außen angreifen, damit die Außenangreiferinnen ins Spiel auch kommen. Und dann kommt danach noch das Spiel mit dem Kreis. Immer wieder gewinnen sie die Zweikämpfe und der BVB hat zwar weiterhin den Ball, aber Bietigheim macht das richtig, richtig gut. Fehlen die Waffen in der Offensive. Ja, was? Wir sehen wieder, es geht sehr viel zur Mitte. In die Mitte ist es zu. Und André hat vorher nicht umsonst gesagt, wir müssen die breite Lücke angreifen. Wir müssen das Spiel mehr verlagern in der Breite. Und um die Abwehr auch auseinanderzuziehen. Jetzt ist die Abwehr in der Mitte kompakt. Und dann tun wir uns schwer. Und Dortmund tut sich halt schwer, weil sie keine Schützen haben, die eben mal von 10 Meter hochgehen und den Ball reinmachen.
aus dem Winkel souverän reingemacht von Antje Lauenroth. Das ist allerdings doch mit 7 Treffern jetzt schon relativ deutlich. Ja, man merkt, dass die Dortmunderinnen sich halt im Angriff schwer tun. Die kommen nicht wirklich durch die Abwehr durch, bleiben zu viel in der Mitte. Und es ist oft leichte Beute dann für die Abwehr von Bietigheim. Tja, ein bisschen betröppelte Mienen bei den Fans des BVB, auch wenn die Kleine natürlich trotzdem stolz das Trikot trägt von Borussia Dortmund. Außen läuft ein Tina Abdullah. Czocke versucht es dann aus dem Rückraum, allerdings auch mit wenig Überzeugung. Sah mehr so aus nach dem Motto, ich will nicht unbedingt. Und auf der Gegenseite Bietigheim mit Tempo, mit dem nächsten leichten Treffer. Ja, jetzt muss Dortmund aufpassen, weil es sonst auch sehr schnell gehen kann. Es sind jetzt schon 8 Tore. Ich bin ja fast überrascht, dass zumindest offensiv mal nicht mit der zweiten Kreisläuferin versucht wird zu arbeiten. Das scheint gar keine Option zu sein für André Fuhr. Ja, ich denke, der wird sich jetzt dabei denken, okay, 8 hinten, gewinnen wir das noch oder nicht. Wird auch mit seinem Wechsel und Umstellungen nachdenken und die Vorbereitung für das nächste Meisterschaftsspiel auch schon. Bietigheim ist eben auch über den Kreis in der Lage, heute für Gefahr zu sorgen. Danik Snelder ist da ein bisschen hart aufgekommen. Ja, so schlimm sah es jetzt in der Zeitlupe nicht aus. 7 Meter gibt es natürlich trotzdem. Überzeugend, was Inga Smits und die SG BBM heute auf die Platte zaubern. Henk Gruner, der Bundestrainer, hat es gerade gesagt. Für alle, die jetzt erst einschalten, heute mit dabei als Experte. Der BVB muss aufpassen. Denn auch wenn es heute nur in Anführungsstrichen der Supercup ist, es geht um einen Titel und nächste Woche beginnt dann auch die Bundesliga mit einem durchaus schwierigen Auswärtsspiel für den BVB in Neckarsulm. Und wenn man mal überlegt, in den vergangenen 2 Spielzeiten, also eine wurde natürlich abgebrochen nach gut 2 Dritteln, hat Borussia Dortmund nur 2 Punkte abgegeben. Es war eine Niederlage in Metzingen. Ich meine im Februar 2020 und sonst alle Spiele gewonnen. Jetzt mal passives Spiel. Ich glaube, das erste Mal in diesem Spiel heute angezeigt bei Bietigheim und trotzdem tankt sich dann Meidhof noch durch. Ja, das war eine gute Aktion von Julia, wobei die Kreisläufer dann nicht schneller zur Mitte weggezogen ist, die Halbabwehrspielerin ein bisschen mitnehmen und Julia nutzt dann die Lücke. André Fuhr ist mit Sicherheit not amused mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Mikro ist aber bei Markus Gaugisch. Ja, Leute, wir bleiben ganz normal. Ich habe noch nicht gesehen, dass wir ein einfaches Kreuzen spielen, diagonale Anlauf, wie wir in der Halbzeit abgesprochen haben, habe ich noch nicht gesehen. Und dann müssen wir auf die breite Lücke, wir rennen permanent zur Mitte in die Wurfhalle. Laura kommt für Tessa, spielt einfaches Kreuz, variiert mit der Position des Kreisläufers. Wenn das nicht funktioniert, spielen wir Jugo und nochmal mit der Variation des Kreisläufers. Und dann mal bitte alle mit Dampf zum Tor, wir wollen Tor machen. Also am Ende haben wir doch nochmal André Fuhr gehört.
er spricht es wieder an, was er vor ein paar Minuten in der Auszeit schon gesagt hat. Er ist nicht damit zufrieden, dass seine Spielerinnen nicht das umsetzen, was sie in der Halbzeitpause besprochen haben. 10 Tore sind es tatsächlich. Ja, sie haben jetzt in 17 Minuten 4 Tore geworfen. Das ist natürlich keine Ausbeute, mit der man ein Spiel gewinnt. Aber Bietigheim bleibt nach wie vor hungrig, hart in den Zweikämpfen. Jetzt gibt es auch einen 7 Meter auf der anderen Seite. Zeitstrafe noch dazu. Ja. Trine Östergaard muss runter. 7 Meter wieder für den BVB. Da ist die Quote auch mit 2 von 4 heute nicht das, was man sich vorstellt. Frieda Rönning. Auch sie verwirft. Eben hat sie als dritte Schützin heute 2 verwandelt und der ist ebenfalls nicht drin. Also es passt viel nicht beim BVB. Die Deckung ist nicht aggressiv genug. In der Offensive haben sie Probleme, Lösungen zu finden, weil sie keine leichten Tore machen aus dem Rückraum und von 7 Metern auch nur 40%. Also bislang ein gebrauchter Tag für Schwarz-Gelb. Bietigheim kann das jetzt so ein klein wenig runterspielen. Das machen sie auch. Mit dem Wissen der 10-Tore-Führung lassen sich gar nicht irgendwie dazu drängen, früh abzuschließen, auch wenn der Arm der Schiedsrichter wieder oben ist. Ja gut, sie haben ja auch Unterzahl jetzt. Schöner Versuch allerdings nicht präzise genug am Ende. Hat trotzdem wieder gut zurückgelaufen. Nicht sauber gespielt von Tina Abdullah auf die andere Seite. Gut 10 Minuten sind es noch hier in Dortmund. Der ein oder andere mag erst jetzt einschalten beim HBF Supercup 2021 zwischen dem deutschen Meister Borussia Dortmund und der SG BBM Bietigheim und wird sich wundern, was denn da los ist. 10 Tore Rückstand für Dortmund, das ist doch relativ deutlich und deutlicher, als wir das auch erwartet hatten. Schöne Bewegung und das nächste, so leichte Tor, so wirkt es zumindest. Sie machen aber auch viel richtig. Es ist viel Bewegung im Angriff bei Bietigheim. Die Lücken werden geschaffen und Xenia Smits kommt mit viel Dampf und nutzt den Raum, der da ist. Und man sieht einfach, Bietigheim lässt nicht nach, auch bei 10 Tore Führung. Die sind immer noch heiß, auch in der Abwehr, sind konzentriert, fokussiert bei der Sache und wollen auch das nächste Tor noch machen, auch wenn das Spiel jetzt fürs Ergebnis her, also wer gewinnt heute, das ist jetzt wohl klar. Aber die machen trotzdem volle Kanne weiter.
Und so soll es auch sein. Auch in Überzahl reicht es nicht für einen Treffer. Ja, ich glaube, das dritte Mal, dass Mia jetzt die Latte trifft. Diesmal die Auszeit genommen von Markus Gaugisch, obwohl er die, glaube ich, gar nicht nötig hätte. Aber auch hier hören wir natürlich noch mal, was der Trainer zu sagen hat. Punkt 1, also Spurwechsel mit Danik. Nochmal Zeit von Uhr nehmen, Außenkreuz, Rolle. Klares 1 gegen 1 zur Hand. Ziehen, Freiwurf. Nach dem Freiwurf spielst du Dänisch rechts weg. Also wir spielen hier Dänisch. Ja. Dann Spur positionierst du dich hier. Hau auf den Ball, ab. Kelly, schnapp du dir hier die Sando. Ja, auf der 3 und da ist die Kim. Wenn du dann hier die 4 ziehst, spiel den Ball zu Kim, bis sie hier geht parallel. Er wirkt entspannt, aber kann er natürlich auch bei 11 Toren Führung 10 Minuten vor dem Ende. Ja, etwas mehr als 9. Und ich denke, er nutzt auch die Zeit, um nochmal bestimmte taktische Abläufe jetzt nochmal spielen zu lassen, damit es auch im Spiel nochmal geübt wird und nicht nur im Training. Das war ja eine ziemlich ausführliche Vorgabe, was jetzt gespielt werden soll. Platz da auch, weil sie offensiv decken. Ja, aber man sieht ja auch jetzt, wenn Dortmund aggressiver ist in den Zweikämpfen, dass auch Bielefeld sich schürt. Haben natürlich aktuell noch den Vorteil, eine Spielerin mehr auf dem Feld zu haben, denn Bietigheim hat sich dagegen entschieden, die Torhüterin runterzunehmen. Trotzdem kommen sie zu einem Abschluss, zu einem guten und zu einem Tor. Ah, das darf Borussia Dortmund so nicht passieren. Das ist nicht das, was sie sich vorgenommen haben vor diesem Spiel. Wenn die Torhüterin dann auch noch funktioniert, wird es natürlich schwer. Ja, das war im Prinzip gut ausgespielt, aber ich glaube, wir haben ja vorher gesagt, die beiden Torhüterinnen von Bietigheim müssen sich noch an der Liga gewöhnen. Ich glaube, heute haben sie einen guten Schritt gemacht. Spielen sie immer noch sauber aus, auch wenn der an die Latte geht. Trotzdem, das ist bitter gelaufen. Der Abstauber, würde man im Fußball sagen. Kelly Dulfer hat sie natürlich gut lachen. Das hat man heute auch gemerkt. Also sie war hochmotiviert, gegen den alten Verein zu zeigen, was sie kann. Aber ich finde, die ganze Bietigheimer Mannschaft war heute hochmotiviert. Die waren vielleicht in der Anfangsphase ein bisschen überrascht, auch von der Dynamik von Dortmund, haben sich dann aber reingekämpft und wie gesagt, bis jetzt 53 Minuten, 13 Tore Führung, aber sind immer noch heiß in der Abwehr. Aggressiv geht zur Sache.
und wollen auch hier, vorne immer noch jeden Angriff noch mal ein Tor mehr machen. Also ich finde, die zeigen eine ausgezeichnete Leistung jetzt zu dieser Phase in der Saison, zu Beginn. Das wird denen Mut machen, auch den direkten Konkurrenten im eigenen Hause so zu schlagen. Es gibt auch immer Auftrieb vor die Saison. Fatosz Kücükildiz versucht sich, aber das ist der vierte 7 Meter, den der BVB heute liegen lässt. Ah, bei Bietigheim passt fast alles und beim BVB eben gar nichts. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Tempo bei Borussia Dortmund. Schocke mit ihrer Dynamik. Aber Bietigheim ist wieder gut zurück. Jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis für Borussia Dortmund. Ja, es war genau das, was wir auch besprochen haben. Kreuzen auf der einen Seite und dann den Parallelpass auf der anderen Seite. Und Laura von der Heide nutzt die Lücke zwischen 1 und 2. Jetzt ist auch wieder die erste Formation auf der Platte beim BVB im Rückraum mit Greisels auf der Mitte, die wenig gespielt hat für ihre Verhältnisse heute. Ist ja eigentlich die klare Nummer 1 auf der Spielmacherposition in dieser Mannschaft. Insbesondere nach dem Abgang von Inga Smietz und dazu halt Van der Heijden und Schocke. Die haben als Trio viel Qualität, aber können es halt eben auch nicht alleine rausreißen. Nein, und müssen sich vor allem auch mit Nias natürlich neue auf Rückraum links in der Abstimmung, im Timing noch finden. Und Laura ist ja auch hier seit anderthalb Wochen oder 2 Wochen jetzt bei der Mannschaft wieder. Das wird halt noch eine Zeit brauchen, aber insgesamt ist der Abstand doch sehr groß jetzt. So, jetzt versucht sich nochmal die Kapitänin der Nationalmannschaft und das kann sie ja eigentlich auch gut. Hat halt direkt den ersten liegen gelassen. Sollte man schon jetzt auch aus Sicht von Borussia Dortmund versuchen, zumindest die 20-Tore-Marke zu knacken. 30:19 aus Sicht von Bietigheim ist dann schon ein überraschend eindeutiges Ergebnis. Zweieinhalb Minuten sind es noch in diesem Supercup. Nochmal eine Parade, davon gab es heute auch zu wenige bei Borussia Dortmund. Ja, aber wir müssen natürlich vor allem sehen, dass in der zweiten Halbzeit sie bis jetzt nur 6 Tore geworfen haben. In 27 und 28 Minuten fast. Am Ende dann auch eine Kraftfrage aus deiner Sicht? Ja, es kommt einiges zusammen, aber ich denke, dass Bietigheim insgesamt im Moment einfach die stärkere Mannschaft ist, schon besser eingespielt ist, eine sehr gute Abwehr gestellt hat in Verbindung mit den Torhüterinnen und dass das Dortmunder Team noch nicht so eingespielt ist, dass sie die mal knacken. Und wie gesagt, auch die Vorgaben, die André gegeben hat, dass sie breiter spielen sollen, haben sich schwer getan, das umzusetzen. Und es wird interessant sein, wie Dortmund sich in der Liga jetzt weiter
weiterentwickelt und das dann im nächsten Spiel gegen Bietigheim vielleicht besser macht. Das ist ja noch eine Weile hin, zum Glück aus Sicht des BVB, wenn man diese Aktion sieht. Viel Tempo und der nächste Treffer. Nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik von Tina Abdullah. Man merkt natürlich zu diesem Zeitpunkt des Spiels auch ein bisschen die Luft raus, auch beim BVB. Hat sich jetzt schon seit der 40. Minute eigentlich so abgezeichnet, dass es sehr, sehr schwer werden würde, dieses Spiel heute für sich zu entscheiden. Jetzt nochmal der lange, schöne Pass. Geht nicht rein, allerdings der Abpraller wenigstens durch Jennifer Gutierrez. Also auf den Außenpositionen sind sie nach wie vor sehr gut besetzt. Das ist keine Frage. Da muss sich, glaube ich, der BVB keine Sorgen machen. Aber sie müssen den Rückraum in Schwung bekommen, wenn es was werden soll mit dem Titelkampf in dieser Saison. Ja, aber eben auch, weil sie dann gute Außen haben, auch im Angriffsspiel die Breite mehr nutzen. Und das ist in diesem Spiel doch zu wenig passiert. Das ist eine klassische Szene dafür, dass das Timing eben noch nicht stimmt. Eigentlich alles wunderbar. Sie hätte dann nochmal wunderbar einen letzten finalen Pass spielen können, aber es hat nicht sollen sein. 31-21 hängt. Da bin ich ja fast schon ein bisschen geschockt. Geschockt nicht, also höher als erwartet. Aber ich denke, es war nicht umsonst, dass alle...